Mein Name ist Mario Keller. Ich bin unter anderem auch Mitglied im Verein zum Erhalt klassischer Computer und auch hier an der HU an ein, zwei Projekten beteiligt, dort allerdings eher so als externer Mittäter. Und ich möchte jetzt in der nächsten Stunde, anderthalb Stunden, mal schauen, wie lange es dauert, etwas über ein Hardware-Projekt erzählen, das ich umgesetzt habe, und zwar ein eigener 8-Bit-Mikrocomputer auf Basis der 65C02 CPU. So. Ja, wenn man sich auf der Veranstaltung hier so umguckt, finden sich ja Computer jedweder Komplexität, Größe, Architektur, jedweden Alters. Da fragt man sich natürlich als erstes, warum baut jemand noch einen Computer, wenn es doch schon so viele gibt? Das haben eine ganze Menge Leute gemacht, von daher kann das natürlich nur jeder für sich beantworten. Bei mir war es so, weil ich vor 30 Jahren die Idee dazu hatte. So, das impliziert natürlich gleich die nächste Frage. Warum hat das jetzt 30 Jahre gedauert? Da hole ich kurz aus, allerdings nicht so weit, das wird keine 30 Jahre dauern. Ich bin auf der östlichen Seite des Eisernen Vorhangs groß geworden in der DDR. Da gab es zwar auch Computer und auch richtig gute. Das Problem war nur, da war es ziemlich schwer, da die Finger drauf zu kriegen oder dran zu kriegen. Und der Traum, einen eigenen Computer zu haben, der war halt doch relativ schnell ziemlich stark. Und die Idee, sich so ein Ding selber zu bauen, lag da auch ziemlich nah. Was mir damals fehlte, war sowohl das Wissen, die Möglichkeiten, als halt auch das Material. Es gab jede Menge Papier, was man lesen konnte, wie man sowas baut, aber das war halt ein Projekt, das war zur damaligen Zeit für mich einfach zu groß. Und ja, danach passierte ja erstmal so das Leben, eine ganze Menge Sachen. Ich habe weiter mit Computern gearbeitet, das mache ich auch heute noch. Und vor ein paar Jahren habe ich dann wieder angefangen, mich mit Elektronik auseinanderzusetzen. Und dann kam auch schnell die Idee, den eigenen Computer zu bauen, wieder hoch. Das ist halt so was Allgemeines. Ja, ich baue mir einen Computer, das ist irgendwie toll. Aber die Frage ist natürlich auch für jeden persönlich, was ist denn für mich ein Computer? Oder die andere Frage, wann ist das Projekt für mich denn in einem Zustand, wo ich sage, ja, jetzt ist das, was ich haben wollte, geschafft. Ne? Also, was ist ein Computer für mich in dem Fall? Zum einen, ja, hardware-technisch der Klassiker, es gibt eine CPU, es gibt irgendwas wie ROM, es gibt sowas wie RAM und irgendeine Möglichkeit, mit der Umwelt zu interagieren, I.O. im weitesten Sinne. Dazu kommt software-technisch, für mich persönlich war ein Ziel, der sollte von sich aus programmierbar sein. Das heißt, ich möchte eine Programmiersprache haben, die auf dem Computer selber läuft und mit der ich Programme schreiben kann. Sodass ich keine externen Geräte, Tools oder sowas brauche, um da Software drauf zu kriegen. Das wäre ein persönliches Ziel für mich. Dann ist natürlich die Frage, klar, das Ziel ist klar, wie fängt man da eigentlich an? Und für mich war es so, erstmal überlegen, welche CPU nimmt man. Ganz viele Leute haben mit einem Zilog Z80 gebaut, mit dem 6502, mit dem 6809, einige auch mit 16-Bit-Systemen. Gibt's ganz tolle Projekte. Für mich war relativ schnell klar, ich werde den 6502 nehmen als Prozessor, weil ich damit schon Erfahrung hatte. Irgendwann hatte ich auch mal einen C64, da habe ich ein bisschen mit rumgespielt. Und da war der Einstieg relativ, die Einstiegshürde relativ gering. Zumal es für diese CPU im Netz eine sehr, sehr gute Seite gibt, inklusive einem sehr guten Forum. Da sind weltweit eine ganze Menge Leute aktiv, was sehr praktisch ist, wenn man da eine Frage stellt. Irgendeiner ist immer wach und antwortet. Das ist sehr hilfreich und verkürzt so Frage-Antwort-Spielchen dramatisch. Und die haben auch ein unheimliches Fachwissen. Das sind Leute, die sind teilweise sehr viel älter als ich. Da sind Leute dabei, die sind sehr viel jünger als ich. Und die Bandbreite macht halt sozusagen dort diese Community aus. Das ist sehr, sehr angenehm. So, hallo? Ah, bisschen zu früh. So, die CPU. Nicht nur, das eine sind Vorkenntnisse, okay, ich kannte die CPU schon ein bisschen, wie programmiert man die? Es gibt weitere Vorteile, die es sehr einfach machen, mit dieser CPU ein System zu bauen. Sie braucht einen einfachen symmetrischen Takt. Wenn man sich zum Beispiel mal so den Intel 8008 oder 8080 anschaut, was der für ein komplexes Taktgefüge braucht, damit er überhaupt irgendetwas Sinnvolles tut, das ist dann schon sehr charmant, wenn man das nicht benötigt. Genauso braucht diese CPU oder hat keine gemultiplexten Pins. Zum Beispiel beim Z80 ist es so, wenn ich mich recht entsinne,
da sind einige Pins mehrfach belegt und je nachdem, in welchem Zustand die CPU ist oder was sie gerade tut, welche Befehle sie ausführt, haben bestimmte Pins unterschiedliche Bedeutungen. Das macht es wieder komplexer, die ganze Logik, die man rumdrum bauen muss, damit RAM, ROM und was ich sonst noch an Peripherie habe, damit klarkommen, einfach viel umständlicher zu bauen. Wir brauchen nur 5 Volt Spannung, das ist auch sehr angenehm. Im schlimmsten Fall kann man das Ganze nämlich mit einem USB-Port betreiben. Andere CPUs aus der Zeit der 6502, also zumindest aus den ersten Generationen, die brauchten dann deutlich mehr. Die brauchten irgendwie noch 12 Volt und minus 12 und ach was weiß ich, irgendwelche krummen Sachen. Und ja, haben wir da nicht. Und sie wird immer noch produziert. Das ist halt das Spannende daran. Es gibt eine Firma in den USA, Western Digital Design Center heißen die, die auch die Rechte daran haben, soweit ich weiß. Das gibt's als Softcore für FPGAs, aber auch noch als echte Hardware. Die CMOS-Variante mittlerweile mit bis zu 14 MHz taktbar und so. Ja, kann man schon ganz gut basteln mit. So, und es gibt so, sagen wir mal, eine gewisse Roadmap. Ich bin ja nicht der Erste, der auf die tolle Idee gekommen ist, so ein System zu bauen, die sich fast implizit irgendwo ergibt, wie man da vorgeht. Und das Erste, was man halt irgendwie braucht, ist ein Takt. Also irgendwo muss die CPU, braucht halt von außen jemanden, der den Takt vorgibt, so ein Vortrommler, der sagt, jetzt mach das, jetzt mach das. Und das ist in meinem Fall relativ einfach. Das ist ein einfacher Oszillator. Der hat genau 3 wichtige Pins, einmal 5 Volt plus, einmal Masse und einen Ausgang. Und der erzeugt, wie man da schön sieht, so ein schönes Rechtecksignal. Irgendwo steht dann auch, das war da irgendwie 1 Megahertz haben wir da. Und damit habe ich halt angefangen. Das nächste, was sich so logisch anschließt, was man dann tut, ist ein sogenannter Freerun. Was bedeutet das? Prinzipiell hat jede CPU einen Befehl, der sagt, mach nix. So. Das ist halt meistens so 1 Byte, also zumindest ist es bei der 6502 der Fall. Der Opcode ist EA in Hex. Und wenn die CPU den liest als Befehl, macht sie genau nichts, 2 Takte lang und liest dann den nächsten Befehl. Und der Trick dabei ist, dass man den Datenbus, den die CPU hat, so beschaltet, dass genau dieser Wert quasi an dem Datenbus anliegt. Und wenn das der Fall ist, dann und ansonsten bleibt alles unbeschaltet. Also der Adressbus, der ist völlig egal an der Stelle. Es gibt so ein paar, sieht man da an der Seite noch so ein paar Widerstände. Ein paar Signalleitungen muss man auf einen definierten Pegel setzen, sonst passiert sowieso ganz seltsame Sachen oder überhaupt nichts. Und dann macht die CPU im Prinzip Folgendes. Sie kommt aus dem Reset, liest den ersten Befehl, das ist ein No-Op. Sagt sie, ah, okay, super, kenne ich, mache ich, 2 Takte jetzt nichts und dann hole ich mir den nächsten Befehl. Und da der Datenbus fest verdrahtet ist, steht da wieder ein No-Op. So. Also rennt sie eigentlich ohne etwas zu tun, also aktiv ohne etwas zu tun, durch ihren gesamten Speicher und führt immer so ein No-Op aus. Das ist so ein Freerun. Wenn man ein Oszilloskop hat oder ein Logic Analyzer, kann man sich an den Adressleitungen, die die CPU hat, dann relativ schön angucken, wie sie sich dann so durch den Speicher fräst. Und das ist so der erste Schritt, dann hat man eine CPU, die schon mal irgendwas tut. So, auch wenn es erstmal nichts ist, aber wie gesagt, ein aktives Nichts. Achso, eins vergessen, die Reset-Logik. Damit die CPU in einem definierten Zustand ist, nach dem Einschalten ist es mal gut, so ein Reset auszulösen. Das ist ein Eingang, der einmal für eine bestimmte Zeit gegen Masse geschaltet werden sollte und dann führt die CPU intern so ein paar Initialisierungen aus und macht sich bereit dafür, die Welt zu erobern. Und in unserem Fall ist das den sieht man hier ganz, ganz, ein kleines bisschen vielleicht, so ein ganz kleiner IC mit 3 Beinchen, der, wenn man den kurz auf Masse schaltet, einfach für 100 Millisekunden dafür sorgt, dass die Leitung auf Masse gezogen ist und man ein definiertes Reset-Signal hat. So, nachdem die CPU schon mal irgendwas tut, sollte sie ein bisschen mehr als nur irgendwas tun. Und da war der einfachste Schritt, einen EEPROM zu nehmen, da Daten drauf zu packen, ein kleines Programm drauf zu packen, das 1:1 mit der CPU zu verdrahten. Wir werden auch im weiteren Verlauf des Vortrags sehen, dass diese Breadboard-Variante immer weiter wächst. Das ist also einmal angefangen, baut man einfach mal so Schritt für Schritt Dinge dazu. Und was ich gemacht habe, ich habe mir ein EEPROM mit Daten programmiert. Ich habe die Adressleitung 1:1 verbunden zwischen CPU und EEPROM. Ich habe den Datenbus, die Datenleitung verbunden.
Der EEPROM hat so eine Read-Write-Leitung, die ihm sagt, ob jetzt Daten geschrieben oder gelesen werden soll. Die kann man an die CPU packen, kann man auch fest verdrahten, weil ich ja sowieso nur lesen will. Und muss dafür sorgen, dass der EEPROM der Meinung ist, er ist aktiv und wird gebraucht. Das sind die sogenannten Chip- und Output-Enable-Signale. Komme ich später noch zu, wofür die wichtig und gut sind. Und das war es letztendlich schon, was die Verkabelung angeht. Jetzt möchte ich natürlich auch sehen, dass das, was ich da gebaut habe, auch funktioniert. Ich hoffe, man kann das lesen. Das ist relativ klein, aber um die ganzen Details hier müssen wir uns jetzt gar nicht kümmern. Am Ende ist es so, wenn man sich die Adressleitung von der CPU anschaut und so verschiedene Adressen, die wir haben, also die CPU selbst kann 64 Kilobyte adressieren, 16 Bit sind das, haben wir, wenn wir uns die Adresse E000 und F000 anschauen, das sind so quasi Basisadressen für mein Programm, hier komme ich gleich zu, sieht man, dass sie sich in genau einem Bit unterscheiden, nämlich die Adressleitung 12. Also wenn man bei 0 anfängt zu zählen, machen Informatiker aus unerfindlichen Gründen immer so, die fangen wir bei 0 an. Deshalb sagen wir, wir haben 16-Bit-Adressleitungen, zählen aber nur bis 15. Das heißt, wir sehen, genau da ändert sich, wenn ich sozusagen diese beiden Adressen anspreche, ändert sich genau ein Bit. Was ich dann gemacht habe, ich habe mein Programm geschrieben, das ist eine Zählschleife, die einfach nur 65.535 Mal zählt und am Ende zu der nächsten Schleife springt. Und das sind genau die Anfangsadressen von diesen Stückchen Programm, ist jeweils genau das E000 und F000. Ansonsten ist das beides hier identisch. Und was passiert ist, die CPU kommt aus dem Reset, merkt, ach, bei E00 fange ich jetzt an zu arbeiten, da steht ein bisschen Programm, das führe ich aus, zählt da so 65.000 Mal, findet einmal den Sprung, so, oh, jetzt springe ich zu F000. So, dann macht sie das Gleiche und springt wieder zurück. Und mit ein bisschen Mathematik, also man, die ganzen Befehle haben halt ganz definierte Ausführungszeiten, wie viel Taktzyklen sie brauchen, bis sie abgearbeitet werden, dann kann man halt anfangen zu rechnen. Innere Schleife, äußere Schleife, wenn man das alles so zusammen addiert, kommt man auf 460.547 Taktzyklen, die das Ganze braucht, um ausgeführt zu werden. Da wir das Ganze mit 1 Megahertz getaktet haben, wären das also 460.000 durch 1 Million, kommen wir auf 0,46 Sekunden, was sozusagen so ein Schleifendurchlauf, also ein kompletter Durchlauf hier benötigt. Was wir also erwarten würden, wäre, dass die Adressleitung 12, wenn man da so ein Oszilloskop dranhängt, alle knapp 0,5 Sekunden den Zustand wechselt. Von 0 auf 1, von 1 auf 0, immer hin und her. Wissen alle Ewigkeit, solange Strom da ist. Das kann man sich dann angucken. Das habe ich mit einem Logic Analyzer gemacht. Das ist leider relativ dunkel. Man sieht jetzt hier die Linie leider gar nicht. Das ist ein bisschen schade, aber da müsst ihr mir das einfach mal glauben. Das Erste, was halt passiert ist, dass die tatsächlich diese Adressleitung, das ist hier A12, den Zustand wechselt regelmäßig und die Software von dem Logic Analyzer ist so nett, auch noch auszurechnen, wie lange die einzelnen Takte sind und hier kommen dann genau die 0,46 Sekunden raus, die wir vorhin ausgerechnet haben. Heißt also nicht nur das Programm tut, was es soll, sondern auch die ganze Rechnerei stimmt, passt. Damit war sozusagen der nächste Meilenstein geschafft, das heißt die CPU hat das erste Mal externen Code ausgeführt. So. Das ist von der Sache her schon ganz gut, im Großen und Ganzen. Das ist ja jetzt nicht nur eine Frage, ich sage, ja, ich habe da Daten auf den EEPROM gepackt, das ist toll. Wie eigentlich? Man, das führt jetzt so ein bisschen in dieses Thema Bootstrapping, wenn man sich mal überlegt, irgendjemand hat mal den ersten Computer gebaut, wie hat denn der da Daten reingekriegt? Weil ich brauche ja irgendwie einen Computer, damit ich einen EEPROM programmieren kann. Und dann habe ich so ein Henne-Ei-Problem, das ist so ein bisschen doof. Da gebe ich zu, ich habe ein bisschen getrickst, weil ich habe ja hier so einen Computer, der irgendwie so 1 Million Mal schneller ist als die Kiste, die ich da gebaut habe. Das sah dann so aus, ja, auch ein bisschen dunkel. Das ist mein EEPROM, der da. Noch so zwei Schieberegister und ein Arduino, mit dem ich halt dann sozusagen mithilfe des Arduinos die Daten auf den EEPROM geschrieben habe. Und weil das Ganze etwas fummelig ist, weil den EEPROM programmieren, da muss man den da reinkriegen, möglichst ohne irgendwelche Drähte rauszureißen, das Ganze dann wieder rausprokeln, wieder in das Breadboard auf die andere Seite reinprokeln, war halt schon ziemlich umständlich. Plan B war dann das Ganze auf einer Protoplatine. Sieht zwar nicht schick aus, hat aber relativ gut funktioniert. Was man da oben in der Ecke sieht, ist dann noch so ein kleiner Bus-Sniffer, den ich mir gebaut habe. Das ist einfach nur eine Schaltung, die hat 16 LEDs.
mit so ein paar Treiber-ICs, wo man halt schauen kann, ich kann den einfach an eine Datenleitung dranhängen. Und wenn die LED leuchtet, dann ist die auf High und wenn sie nicht leuchtet, ist sie auf Low. Damit kann man relativ schnell mal schauen, was denn auf irgendwelchen Leitungen so los ist. Wenn man mit solchen Projekten anfängt, die auch über eine gewisse Zeit laufen, hat man irgendwann so eine ganze Menge so von kleinen Gadgets und Tools, die man sich so rundherum baut, mit denen man dann irgendwie sich die Arbeit erleichtert. Wie gesagt, der E-Prommer ist eins davon. Und dieser kleine Bus-Sniffer, den habe ich mir auch gebaut, bevor ich mir den Logic Analyzer geleistet habe. Der ist halt aber so immer nur Momentanzustand. Das ist halt ein bisschen schwierig da zu sehen, was passiert denn so über die Zeit gesehen. Außer man kann sich sehr gut blinkende LEDs merken und kann sehr schnell zählen. So. Das Ganze wurde dann plötzlich zu so einem kleinen Selbstläufer. Dann habe ich das in einem Forum gepostet und irgendwelche Leute fanden das toll, dass man plötzlich sehr preiswert E-Proms programmieren konnte. Und dann hat sich ein netter Amerikaner hingesetzt, hat ein Shield für den Arduino gebaut, sodass das Ganze noch in richtig schick daherkommt. Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt, kann man unter GitHub auch sich angucken, sodass man sozusagen für einen schmalen Taler in der Lage ist, zumindest einfache E-Proms zu programmieren. Und ja, dann gibt es da noch so ein Java-Tool, was sozusagen dann so die PC-Seite abdeckt und plattformunabhängig ist, sodass man unter macOS, unter Linux, unter Windows halt damit arbeiten kann. Wenn man es dann schafft, die RXTX-Library zu installieren, das ist so ein bisschen so der Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Weil, ja, die ist ein bisschen fummelig auf einigen Systemen. Aber wenn man es mal geschafft hat, dann funktioniert er relativ gut. So, ja, toll. Jetzt habe ich Daten auf den EEPROM gebrannt. Das sind irgendwelche Binärdaten. Wie komme ich denn zu denen jetzt eigentlich? Irgendwo habe ich ja Assembler, das haben wir ja gesehen. Diese grüne Folie da, lauter schicke Assembler-Opcodes, was man da so macht mit... Entschuldigung, ich bin aus dem Bild gelaufen, das will man natürlich nicht. Da habe ich mich für einen Assembler entschieden, einen Cross-Assembler namens Office. Auch wieder schön plattformunabhängig, der ist in Python geschrieben. Das heißt, der läuft auch wieder unter allen möglichen Systemen. Der kennt verschiedene Varianten dieser CPU, unter anderem auch die Variante, für die ich mich entschieden habe. Die CMOS-Variante 65C02 hat einige zusätzliche Befehle und ein paar Adressierungsarten mehr, was das Schreiben von Software etwas einfacher macht, eleganter, kürzeren Code erzeugt. Und ja, deshalb war es sehr schön, dass der sozusagen auch das unterstützt. Auch die Organisation der eigenen Programme wird unterstützt durch lokale Label, globale Label, Makros, die man definieren kann. Wenn später noch ein bisschen Zeit ist, kann ich das in einer kleinen Live-Demo dann mal zeigen. Und ja, und der ist sehr gut dokumentiert. Das ist auch mal ein ganz wichtiger Fakt bei solchen Tools. Und das Zweite ist, woher weiß ich denn jetzt, dass das funktioniert, was ich da geschrieben habe? Natürlich kann ich das auf ein EEPROM brennen, kann das ausführen und dann mich ärgern, dass es nicht funktioniert. Und dann, ja, wie sehe ich denn, wo klemmt es denn jetzt? Der Logic Analyzer ist dann nur bedingt hilfreich, weil man muss dann immer genau gucken, was passiert wo, überlegen, wie hängen die Sachen zusammen, was könnte der Fehler sein. Das wäre natürlich schon sehr schön, wenn man sich das Ganze angucken könnte, bevor man es sozusagen auf der Bastelmaschine hat. Auch da gibt es wieder ein schönes Python-Tool namens Py65. Der emuliert genau diese CPU und so Speicher und ROM und so Geschichten ohne großartige Peripherie. So dass man da einfache Tools, Software so ein bisschen testen kann. Natürlich keine komplexen Sachen, weil er halt die ganze Hardware nicht wirklich nachbildet. Aber halt mal zu schauen, macht mein Programm denn im Grunde überhaupt das, was ich möchte? Ich kann da in einzelnen Steps durchgehen, kann mir anschauen, wie sehen die Register aus, wer landen die Daten da, wo sie hin sollen. Das ist schon sehr charmant. Und der ist auch fast gut dokumentiert. Die Dokumentation ist sehr umfangreich. Es gibt zwei Punkte, die leider nirgendwo stehen, zumindest nicht in der Dokumentation, das ist sehr schade, nämlich wie ich Daten ein- und ausgebe in meiner mit meiner virtuellen CPU. Da muss man dann entweder in den Source-Code gucken oder in die Beispiele, das war ein bisschen anstrengend, das rauszufinden, aber wenn man es einmal weiß, ist das auch ein super Tool, mit dem man halt sehr gut arbeiten kann. Und ja, jetzt will ich natürlich nicht nur ROM an meiner CPU haben, das war ja sehr einfach, 1:1 verdrahtet, alles schick, macht irgendwas. Ich möchte natürlich mehr Peripherie haben. Ich möchte einen Arbeitsspeicher haben, den ich beschreiben und lesen kann. Ich möchte vielleicht Bausteine haben, wo ich Daten nach außen ausgeben kann, entweder parallel, seriell, von mir aus, was ich in Soundchip, Grafikchip, was auch immer man sich ausdenken möchte. Da ist dann ein bisschen mehr nötig, als einfach nur das irgendwie mit der CPU zu verdrahten. Wir kommen zum Thema Adressdekodierung.
das kann jetzt sehr technisch werden, ist aber leider sehr notwendig. Wenn man das nicht verstanden hat, kann man einfach eigentlich keinen Computer bauen. Ganz vereinfacht ausgedrückt, wir sehen hier einen Ausschnitt von dem tatsächlichen Schema, so wie mein Computer jetzt gerade gebaut ist. Was man sieht, ist, dass alle Datenleitungen 1:1 miteinander verbunden sind. Also man macht das in solchen Schaltplänen so, dass man nicht jede Leitung einzeln zeichnet, weil dann sieht man vor lauter Strichen irgendwann gar nichts mehr. Man fasst das einfach, was zusammengehört, zu so einem großen, dicken Bus zusammen. Aber alles, was gleich heißt, ist auch miteinander verbunden. Also wir sehen, wir haben hier unsere CPU, wir haben einen EEPROM und wir haben einen RAM-Baustein. Dass das so ist, müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Am Ende beweisen das sozusagen die Namen, die an den Teilen da dran stehen. Das heißt, wir haben die Datenleitung 1:1 miteinander verbunden und wir haben die Adressleitung 1:1 miteinander verbunden. So, wenn wir nur das tun, ohne zusätzliche Logik ringsrum, passiert jetzt Folgendes. Die CPU ist meinethalben an der, hat, führt einen Befehl aus und sage, ich möchte jetzt das Byte aus der Adresse 1F78 laden. So, dann setzt sie den Adressbus auf die entsprechende Adresse und setzt ihre Read-Write-Leitung, die haben wir hier auch irgendwo rumliegen, da, sagt hier, ich möchte lesen. So, dann kommt von mir aus der ROM und sagt, oh cool, die Adresse kenne ich, da steht bei mir das Byte 0F. So, das packe ich jetzt auf den Datenbus. So, ich soll ja gelesen werden, ne? Ich fühle mich angesprochen, mache ich jetzt mal. So, dann kommt der RAM und denkt sie so, oh cool, die Adresse kenne ich. Bei mir steht da F0 an der Stelle. Das packe ich jetzt auch auf den Datenbus. Und dann haben wir ein Problem. Dann sagt der eine, die unteren 4 Bits von meinem Datenbus, die muss ich jetzt auf 5 Volt, auf High schalten. Und die oberen 4 Bits schalte ich auf Low, auf 0 Volt. So, und der andere Baustein sagt genau das Gegenteil. Ah, die unteren, die muss ich jetzt auf 0 Volt schalten und die oberen, dann haben wir, das geht kaputt. Ne? Das ist irgendwie so 0,5 Volt, geht nicht, so die Hälfte, der Mittelwert. Da passieren dann also ganz seltsame Dinge. Man muss also mit Logik irgendwie dafür sorgen, dass immer nur der aktiv ist, der auch wirklich gemeint ist. So, das versteht man in diesem Zusammenhang unter Memory Mapped I.O. Das heißt, ich zerlege meinen Speicher, den ich habe, 64 Kilobyte, in logische Stückchen und sage, welcher Baustein, der an meinem Bus hängt, ist denn dafür zuständig? So. Und die ganz einfachste Lösung, wenn wir nur dieses Bild haben, wir haben eine CPU, ROM und RAM, könnte so aussehen, weil wenn man sich, nochmal, da könnte man ja zurückblättern, aber ich lasse das jetzt mal, wenn man sich die Adressleitung und die adressierten Speicherbereiche anguckt, ist die Adressleitung 15, die höchste. Recht interessant. Wenn die 0 ist, sind genau die unteren 32 Kilobyte meines Speichers adressiert und wenn die 1 ist, sind die oberen 32 Kilobyte meines Speichers adressiert. Ich könnte jetzt also hergehen und sagen, denn jeder dieser Chips hat sogenannte Chip-Enable oder Chip-Select-Signale, die ihm sagen, wenn dort die sind low aktiv, das heißt, wenn die auf 0 Volt geschaltet sind, dann bist du aktiv. Liegen da 5 Volt an, interessiert sich der Chip nicht für das, was da auf dem Bus passiert. Dann ist der inaktiv und wartet darauf, bis ihm irgendeiner sagt, jetzt bist du dran. Und wir können also dieses A15 nehmen, wenn das low ist. Das ist sehr praktisch, wenn wir das sozusagen auf unseren RAM, wir möchten die unteren 32 Kilobyte, möchten wir jetzt mit für den RAM vorsehen und die oberen 32 Kilobyte für den ROM. Wenn das A15 low ist, haben wir genau das, was wir haben wollen. Das Chip-Select-Signal vom RAM ist low. Der sagt, auch cool, bin ich aktiv? Funktioniert. Leider wäre aber auch das für den EEPROM low. So, das heißt, der wäre da auch wieder der Meinung, dass er aktiv ist. Das müssen wir also einmal rumdrehen. Dann kann man eine ganz einfache logische Funktion nehmen. Das ist so ein NOT-Gatter, das einfach das einkommende Signal einmal rumdreht. Wenn low vorne reingeht, kommt hinten ein High raus. Wenn High reingeht, kommt ein Low raus. Und damit haben wir eigentlich eine ganz simple Adressdekodierung, die schon ausreicht, dass ich zwei Bausteine an den Bus hängen kann. Weil ist A15 high, das heißt, wir adressieren die oberen 32 Kilobyte, wird hier ein Low draus durch den Inverter und der ROM wird aktiv. Da das Ding high ist, kommt ein High beim RAM an und der sagt, oh, interessiert mich nicht, ist irgendjemand anders dran. Und umgedreht genauso, haben wir ein Low, geht's direkt durch, kommt man zum RAM, der ist aktiv, hier kommt ein High raus, der ROM ist inaktiv. Das ist eigentlich der ganze Trick dabei. Das kann man dann beliebig komplex gestalten. In meinem Fall sieht das Ganze dann so aus. Was wir hier wiederfinden, ist genau das A15 und das Negierte. Unnegiert geht es auf den RAM. Einmal rumgedreht, wenn da High ist, kommt da Low raus, umgedreht auch. Geht hier auf einen zusätzlichen Chip, der dafür sorgt, dass ich mir diese 32 Kilobyte, die ich im oberen Speicherbereich habe, nochmal zerlege.
Ich habe einen Baustein, der für die serielle Schnittstelle zuständig ist, und ich habe mir noch zwei Ports dazu gebaut, die ich variabel verwenden kann. Und ganz oben in den oberen 8 Kilobyte, da soll mein EEPROM leben. Das hat auch technische Hintergründe. Für die 6502 CPU ist es so, dass sie ihren Stack, den sie quasi im RAM hält, fest verdrahtet hat auf die Adressen 0100 bis 01FF, das sind 256 Byte. Die erwartet, deshalb sie braucht in dem unteren Speicherbereich einfach RAM, damit man den Stack benutzen kann. Und in dem ganz oberen Speicherbereich gibt es drei Adressen, die Fragen machen wir später, sonst wird es, glaube ich, zu kompliziert mit dem. Warte. Nein, der wächst von groß nach klein. Also der fängt oben an und Counter. Also die Frage war, falls man das jetzt nicht gehört hat, damit das für die Zuschauer auch, die nicht live dabei sind, ob der Stack bei der CPU von oben nach unten oder von unten nach oben wächst. Ist in dem Fall so, der wächst von oben nach unten. Das heißt, er fängt bei einer großen Adresse an und jedes Mal, wenn ich was auf den Stack lege mit irgendwelchen Befehlen, dann wird der Stackpointer verringert und zeigt auf eine Adresse, die kleiner ist. So. Und beim ROM war ich stehen geblieben, der muss in dem oberen Speicherbereich deshalb liegen. Es gibt ein paar definierte Adressen, an denen sogenannte Sprungvektoren liegen. Das sind definierte Adressen, die sagen, wenn die CPU ein Reset auslöst, an welche Adresse soll sie springen, wenn ein Interrupt ausgelöst wird, wohin soll sie springen und so weiter. Das ist fest definiert und das liegt halt an den Adressen, ich glaube FFFA bis FFFF sind das dann so drei Stück, die da verbaut sind, jeweils 16-Bit. Und deshalb ist der klassische Aufbau, man kann es auch anders machen mit ein bisschen Tricksen, aber der klassische Aufbau ist so RAM oben, RAM unten. Und der untere Teil der Schaltung, der ist dazu da, das ganze Lesen und Schreiben noch ein bisschen effektiver zu machen, führt jetzt aber zu sehr ins Detail. Wichtig ist für uns einfach dieser obere Teil. Wir finden die ganz einfache Adresslogik, den Teil finden wir wieder. Und wir sind jetzt in der Lage, unseren Speicher in 5 praktische Häppchen zu zerteilen. Wir haben 32 Kilobyte RAM und jeweils 8 Kilobyte für Peripheriegeräte. So. Und da wir jetzt mehrere Geräte gleichzeitig betreiben können oder zumindest an den Bus hängen können, war die Frage, was mache ich denn jetzt mit Kommunikation? Wie möchte ich mit der Außenwelt in Kontakt treten? Weil nur Software ausführen ist irgendwie ein bisschen langweilig, wenn man da nichts sieht. Ist halt irgendwie so ein bisschen doof. Da gibt es halt auch 1000 Möglichkeiten, mit dreien habe ich angefangen zu spielen. Der allereinfachste Fall, das ist der erste Punkt, das ist ein Chip, der hat einfach 8 Eingangsleitungen und 8 Ausgangsleitungen und wenn der ein Signal kriegt, dann merkt er sich, was an den Eingängen anlag und behält das auch wenn sozusagen die Eingänge anders beschaltet sind, so dass man da ganz einfach auf den Datenbus sagt, ich will jetzt ein bestimmtes Bitmuster da drauflegen, dann kriegt er einmal so sein Chip-Select-Signal und sein und dann kann ich damit Ausgänge schalten, was ich zum Beispiel LEDs, irgendwelche Schalter, damit könnte man schon irgendwas steuern. Ganz einfache, simple Form, ist nur ein einziger kleiner IC, so ein kleiner Käfer. Ist jetzt nicht super viel, aber wäre schon mal so eine Art von Kommunikation. Das geht auch in die Gegenrichtung mit einem anderen Chip sozusagen als Eingang. Das zweite ist ein etwas älteres Modell von Chip, das aber zu dieser 65er-Familie dazugehört. Der ist zum Beispiel in der VC 2600 verbaut, VCS 2600 von Atari. Der fasst mehrere Funktionen zusammen. Der hat ganze fulminante 128 Byte RAM, die man benutzen kann, hat 2 8-Bit IO-Ports, die ich beliebig als Ein- und Ausgang benutzen kann und der hat einen Timer. Das heißt, der hat ja auch den gleichen Systemtakt wie die CPU zum Beispiel. Und der ist in der Lage, über einen Timer Interrupts auszulösen, sodass ich zeitbasiert Dinge auslösen kann und mir nicht immer sozusagen mitzählen muss, wie viel Takte habe ich denn jetzt oder wie viele Befehle habe ich denn gerade ausgeführt, muss ich gerade was irgendwas anderes machen. Die werden noch nicht mehr produziert. Die kann man noch irgendwie, bei einigen Händlern kriegt man die noch zu kaufen. Ist aber halt relativ schwer. Da ich einen solchen zur Verfügung habe, habe ich natürlich damit auch mal rumgespielt. Und so richtig I.O., so interaktiv, ist natürlich schön, wenn man irgendwo was eingeben kann, was ausgegeben bekommt. Und der ist die einfachste Variante, man nimmt eine serielle Schnittstelle. Also einen Baustein, der halt, in dem man Daten reinkippen kann und der das Ganze dann über eine serielle Schnittstelle ausgibt oder halt auch Eingaben annimmt und die zur Verfügung stellt, sodass man ein einfaches I.O.-System bauen kann. So, man sieht, das Breadboard wächst. Der linke Teil ist immer noch gleich geblieben. Ganz oben haben wir unseren Taktgenerator, die Reset-Logik, die CPU, darunter ist mein ROM.
Dann haben wir die Adresslogik, die eben beschriebene, die aus da zurzeit aus noch aus drei ICs besteht. Das ist dann sogar später noch einer weniger geworden. Und hier haben wir genau diesen ersten Baustein, der einfach nur Daten ausgibt. Erkennbar an meinem kleinen Bussniffer. Da kann man wieder LEDs ein- und ausschalten. Das heißt, ich habe dann ein Programm geschrieben, das einfach nur irgend so ein Byte von immer von 0 bis 255 hochzählt. Und man könnte halt schön sich das Bitmuster an der Ausgabe angucken. Also Kommunikation, zumindest von drinnen nach draußen, funktionierte schon mal. So, das zweite war dann den 6532 damit dazuzubauen. Die Adresslogik ist jetzt hier so ein bisschen verdeckt, aber der Aufbau immer noch der gleiche. Takt, CPU, ROM und der Riot-Baustein, der halt dann auch wieder die 8 I.O.-Ports, die habe ich dann wieder an meinen Busmuffer gehängt. Das Ganze war in dem Fall, glaube ich, sogar mit Interrupt gesteuert, dass der quasi so durch den Interrupt immer wieder irgendwas hochgezählt hat und dann Ausgaben erzeugt hat. Auch schon sehr schön. Blinken Lights ist also mal so ein Anfang, auch wenn man irgendwie mit Arduinos anfängt zu basteln, das Erste, was man macht, irgendeine LED leuchtet oder blinkt. Das ist so der Anfang. Das ist so das Hello World der Hardware-Bastelei, so ein bisschen. Und dem wäre dann Genüge getan. Also war der logische Folgeschritt, da ist zwar der 6532 noch auf dem Breadboard drauf, aber nicht mehr verschaltet. Wir bauen uns eine serielle Schnittstelle dazu. Und das Blaue da rechts auf der Seite, das ist so ein Adapter, der das Ganze dann auf USB mappt, so dass man halt die Möglichkeit hat, an einem normalen Computer, einem PC, Laptop, was auch immer, ein Terminal-Programm zu starten und halt mit dem Big Mess of Wires, was man da so sieht, zu kommunizieren. Der Rest ist ein bisschen Software, das heißt ein bisschen ist dann Software schreiben und ausprobieren. Das war dann so eigentlich der Punkt, wo ich sage, jetzt ist es ein Computer. Ich habe, ein bisschen geschwindelt. Ist ein bisschen versteckt. Hier, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es plötzlich nicht mehr zwei ICs sind, sondern drei. Da sind nämlich noch 32K RAM dazugekommen. Die habe ich dann quasi dann noch heimlich mit dazu gemogelt auf die linke Seite. Sodass wir jetzt tatsächlich aus meiner Sicht, was ich vorhin beschrieben hatte, was für mich ein Computer ist, einen vollständigen Computer haben, zumindest was die Hardware angeht. Wir haben eine CPU, wir haben RAM, wir haben ROM und wir haben eine Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren. So. Gut, das war dann so vor ungefähr anderthalb Jahren, hatte ich dann so diesen Zustand erreicht. Dann lag das eine ganze Weile rum, dann hat man wieder ein bisschen Software programmiert und dann mal geguckt, ja, eine Ausgabe, wie kann ich irgendwie Befehle parsen, die ich eingebe, damit da irgendwas passiert, das ist schick. Aber so richtig schön fand ich das nicht, wenn man den Oculus mit hinnehmen wollte oder man spielen wollte, musste man, hat man immer diesen EEPROM, den man da irgendwie aus diesen ganzen Kabeln rausfrickeln muss. Immer aufpassen, dass man ihn nicht falsch rum einsetzt, dass man den nicht versetzt reinsteckt oder überhaupt irgendwie keine Kabel mit rausreißt. Das ist alles irgendwie ziemlich fragil. Das war jetzt nicht so richtig befriedigend von der Hardware-Seite, das irgendwie als Endergebnis zu betrachten. Also kam dann irgendwann die Idee, jetzt machen wir das mal so in Hardware. Und richtig, so. Wobei das erste war ein Fail, leider. So, ne? Rückschläge gehören ja irgendwie zum Erfolg dazu. In dem Fall war es so, ich habe mir so eine Prototypenplatine genommen, habe da Sockel drauf gelötet und habe unter der Platine, das ist jetzt so peinlich, dass ich das nicht zeige, wild verdrahtet, so die einzelnen Pins untereinander. Das hat bis zum gewissen Grad auch irgendwann funktioniert, aber je mehr Bauteil dazu kam, desto schlimmer wurde das und irgendwann war es nicht mehr handelbar. Da gab es dann Fehler, dann haben sich mal irgendwelche Lötstellen gelöst und dann hat man sich auch mal vertan, irgendwo verzählt, weil auch wenn ich so schöne Label habe, die ich auf so einen Chip draufkleben kann, das nützt mir nichts, wenn ich die Verdrahtung unten drunter mache. Dann muss man auch noch umdenken, dann ist das Spiegel verkehrt und viele Worte, kurze Story, es ging halt irgendwie gar nicht mehr. So. Also Plan B, zweiter Versuch, diesmal richtig. Mittlerweile auch ein bisschen mehr Erfahrung, was so das Zeichnen von Schaltplänen und Design von Platinen angeht, gesammelt durch andere Projekte. Also einmal richtig aufgemalt das Ganze. Und zwar bevor man irgendwas anfängt zu löten, zu bauen, zu machen, sondern erstmal einen Plan. Das ist auch sehr hilfreich. Besagtes Forum, was am Eingang erwähnt wurde, da kann man dann sowas hinschicken und sagen, hier Leute, guckt mal drauf, sieht das für euch sinnvoll aus oder seht ihr irgendwas, was da total kaputt ist? Ganz kaputt war es nicht, aber ich habe dann noch den einen oder anderen Hinweis bekommen, was man besser machen könnte. Und am Ende hat man dann halt so ein Schema. Wir sehen das, was wir eben schon hatten, CPU, ROM, RAM. Dann kommt noch unsere serielle Schnittstelle dazu und der Rest ist so die sogenannte Glue Logic. Das ist halt alles, was man irgendwie noch braucht, damit das Ganze am Ende so halbwegs sinnvoll funktioniert. Unsere Reset-Logik finden wir hier, unsere Adresslogik und das Takterzeugen.
So. Was dann passiert ist, irgendwie sehr viel Fluchen, Malen, Leiterbahnen löschen, wieder neu malen, Bauteile hin und her schieben. Das ist eher so eine Art Puzzle. Also wer sowas mag, das ist toll. Wenn man so ein Ziel vor Augen hat und einer möchte, dass es funktioniert, ist das ziemlich anstrengend, sich da durchzukämpfen. Also war es zumindest für mich. Nach mehreren Tagen mehrmals wegschmeißen, wieder neu anfangen, gab es dann halt so ein zweiseitiges Platinenlayout, wo halt alles irgendwie so miteinander verbunden war, wie es sein sollte. Und das erzeugt dann ein Format, das kann man einer Firma geben, weil, wie man hier sieht, gehen hier auch Leiterbahnen zwischen den Pins durch. Das war mir persönlich dann zum Selbermachen zu fummelig, weil wenn es da nicht geht, weiß man nicht, habe ich es einfach nur schlecht produziert oder geht's wirklich nicht. Da habe ich dann gesagt, okay, da tue ich das mal, ich bestelle mir eine Platine, das hat dann 8 Tage gedauert. Banges Warten. Anbieter war sehr schön, die schicken zwischendrin immer so Fotos, wo sie gerade sind. Jetzt ist es geätzt, jetzt ist es gebohrt, jetzt ist es verzinnt, jetzt kommt der Bestückungsdruck drauf und so. Das ist dann schon ganz spannend. Man so sieht, so toll, da passiert was, wann habe ich die endlich in den Händen? Irgendwann hatte ich sie dann in den Händen. Natürlich ganz toll, gleich hingesetzt, alles draufgelötet, draufgesteckt und natürlich funktionierte es nicht. So. Das war dann so ein Abend, wo ich dachte, okay, jetzt packst du das erstmal hin. Egal, eine Nacht drüber schlafen, wenn du jetzt anfängst, da rumzusuchen, das geht sowieso schief und dann bist du irgendwann total frustriert. Lass es mal einen halben Tag liegen und dann setz dich nochmal ran und guck. Und dann habe ich die 2 Fehler auch nach einigen Suchen gefunden. Ich hatte einfach vergessen, 2 Leiterbahnen noch mit einzumalen, die zwar im Schema existierten. Das Tool, was ich benutzt habe, um das Ganze zu designen, ist ein Freeware-Tool oder ein Open-Source-Tool namens KiCad. Das ist sehr gut. Wenn man weiß, wie man damit umgeht. An der Stelle hatte ich das Problem, dass ich ein paar Leiterbahnen zwar physisch verbunden hatte, aber KiCad der Meinung war, diese nicht verbunden. Da gab es jede Menge Fehlermeldungen, die ich natürlich dann geflissentlich ignoriert habe. Ne, wird schon irgendwie schief gehen. Ging auch schief, ja, hat ja geklappt. Dann habe ich genau die 2, die tatsächlich nicht verbunden waren, nicht gesehen. So, nachdem die gefunden waren, das Ganze gefixt, ROM drauf und das Ding lief. So, das war dann so der Magic Moment, wo ich sage, yo, jetzt ist fertig. Eigentlich dachte ich so, nee, war es natürlich nicht, weil, wenn man sich erinnert, was ich am Anfang gesagt habe, für mich war ja wichtig, für mich ist dann ein Computer, wenn ich ihn von sich aus programmieren kann. Also da ist irgendwas drauf, wo ich sagen kann, ich gebe da ein Programm ein und dann passiert da was. So, das fehlte alles noch. Also Software. Irgendwie muss da Software drauf. Dann fängt man erstmal an zu überlegen, so was brauche ich da eigentlich, was mache ich da? Wie zerlege ich mir das sinnvoll in Sachen, die ich immer wieder brauche? Was sind Programme, die ich vielleicht mal haben will, aber auch nicht immer haben möchte? Und ergibt sich dann so eine logische Struktur. Beim PC heißt es BIOS für Basic Input Output System. Bei mir ist es ein MIOS, ein Minimal Input Output System, weil es tatsächlich nur das abbildet, was ich unbedingt brauche. Das kann ich vielleicht dann auch zeigen, das sind einfach nur so ja die allgemeinen Beschwörungsformeln, um sich die Sachen einfacher zu machen. Da ist noch gar kein Code dahinter, der sagt einfach nur, wenn ich diese Zeile an die Stelle schreibe, dann packt er folgende 20 Codezeilen hin. Dann brauchte ich einen Treiber, also sozusagen ein Stückchen Softwarefunktion, die ich anspringen kann, um meine serielle Schnittstelle zu initialisieren. Eine Funktion, um zu sagen, gib ein Byte aus oder guck, ob da einer was eingegeben hat. Ja, das Ganze hochtrabend Kernel, ne, wer irgendwie mit Betriebssystemen zu tun hat, das ist dann aber so der Kern, der für das ganze Dispatching und zuständig ist, damit alle sozusagen mitreden können und das irgendwie alles läuft. Klingt sehr hochtrabend, sind einfach nur so ein paar Funktionen, die sagen, gib mir ein Zeichen aus. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt eine serielle Schnittstelle ist oder irgendwas anderes. So diese High-Level-Funktionen, die man sich dann baut, damit man Software schreiben kann und sagt, ich will mich gar nicht darum kümmern, wer das macht, ich möchte sagen, schreib irgendwas oft irgendwo hin und dann passiert das. So, dann gibt's, ja, wie gesagt, das ganze Ding heißt ja Maus. Hintergrund, der Namen gab's auch natürlich, bevor es ein Stück Hardware gab, wie das bei solchen Projekten üblich ist, dann kriegt man sich so ein fancy Name aus. Maus ist bei mir Mario's Own Unique Single Board Engine. Hab ich lange überlegt, bis ich auf Maus gekommen bin, weil keine Ahnung, wo das herkam, aber ja, war so. Ne? Und dann baut man sich halt so ein Hauptprogramm, und ein kleines Monitorprogramm, mit dem man so ein bisschen arbeiten kann. Und die eigentliche Software, der Teil ist dann von mir gewesen. Und man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die schon mit solchen CPUs gebastelt haben. Da gibt's dann so Programme, die ich dann nur adaptiert habe, damit die mit meinem System funktionieren. Das ist eine Programmiersprache namens VTL. Klingt spannend, ist es auch, steht für Very Tiny Language. Das ist sie sowohl im Sprachumfang als auch in der Größe. Die ist nämlich kleiner als 1 Kilobyte. Sehr praktisch, wenn man nur 8 Kilobyte ROM hat, wo das Ganze rein muss.
Dann ein Microchess, das ist das Schachprogramm, das ursprünglich mal für den KIM, das ist die allererste Platine, die für die 6502 existierte, die die Firma MOS Technology, die den Prozessor ursprünglich produziert hat, mal so als Demo-Board quasi mit rausgegeben hat, um zu zeigen, wie toll der Prozessor ist. Da hat irgendeiner mal ein Schachprogramm geschrieben, das ist auch nur ein, zwei Kilobyte groß. Das habe ich irgendwie zum Laufen gekriegt und am Ende so ein Disassembler, wo man halt gucken kann, wenn ich da so Bytecode in meinem Speicher stehen habe, mal anzuzeigen, was ist denn da, steht denn da ein Assembler dahinter. So, das war es dann so im Großen und Ganzen. Wenn man so ein Terminal hat, da sieht das Ganze dann so aus. Ich guck gleich mal, wenn wir es schaffen, dann zeitmäßig sind wir ja ganz gut, wenn ich da so gucke. Können wir quasi noch so eine kleine Live-Demo machen, wenn da Interesse besteht. Wenn hier alle schon so am Wegnicken sind, kann ich natürlich auch aufhören. Aber ja, das ist kein Wegnicken, sondern ein zustimmendes Nicken, interpretiere ich jetzt mal so. Machen wir. Okay, so viel zum Vortrag. Vielen Dank für eure Geduld. Ich würde sagen, Fragen machen wir vielleicht gleich und dann, wenn da noch Zeit ist, kann ich halt so ein bisschen hier vorne rumspielen. Ja, natürlich, können wir machen. Keine Kabel abreißen, das wäre schade. So, sieht man das denn irgendwo? Wie gut sieht man es? Ja? So. So, ganz kurz. Da sind sogar nur ein Fädeldraht drauf. Das andere sind zum Glück zwei Pins gewesen, die direkt nebeneinander liegen. Die konnte ich dann mit einem so einem großen Lötklecks reparieren. Und wir müssen gucken vom Licht, weil das ist natürlich, wenn es halt so top produziert ist, ist dann so richtig schönes glänzendes Zinn drauf. Das kann jetzt natürlich sein, dass ihr da nur irgendeinen glänzenden Fleck seht, von dem ich behaupte, das ist ein Computer. Gerade? Ja? Ah, perfekt, ich bin begeistert. So. Ja. Sieht zwar nicht so aus, aber ist tatsächlich ein Computer. So. Gut. Dann, ich switch jetzt mal zu einem anderen Mikro, weil dann brauche ich das nicht festhalten, dann kann ich mit zwei Fingern arbeiten, das macht es ein bisschen einfacher. So, Technik behauptet, 1, 2, 3, Test, Test, scheint zu klappen. So. Dann. 1, 2, Test. Ja, passt. Okay. Dann einmal unser Terminal. Da sieht man es ganz gut, das ist toll, weil ich sehe hier relativ wenig, weil das ist eine Riesenauflösung. Aber passt schon, machen wir erstmal einmal in groß. So, hat man da auch was. Und disconnect und einmal connecten. Ach, der kann ja nicht so groß, das ist ja spannend. Na gut, so. Einmal Reset und da sind wir. Ja, wie gesagt, das Erste, was ich halt angefangen habe zu schreiben, ist so ein kleines Monitoring-Programm, wo man sagen kann, ich kann einfach erstmal, machen wir mal ein Help, gucken, zum Beispiel, was steht denn so in meinem Speicher. Ach, das war jetzt Blödsinn. Da passiert jetzt auch gleich Blödsinn. So, nochmal das Ganze. So, einmal so schön den Hex ausgegeben. Da findet man auch den Text zum Beispiel wieder. Das liegt ja auch natürlich irgendwo im ROM rum. Wir können das Ganze natürlich auch in Hex ausgeben. Dann sieht es nicht ganz so spannend aus. Das sind jetzt die gleichen Daten am Ende. Ja, was können wir noch machen? Wir können so ein Reset auslösen. Das ist jetzt, ich kann auch auf den Knopf drücken, aber ne, wenn ich zu faul bin, bleibe ich an der Tastatur. Dann machen wir halt das. Ja. Der Plan war ja, ich möchte es programmieren können. Ne? Ich möchte halt irgendeine Sprache haben, mit der ich ein Programm schreiben kann. Das ist dann besagtes VTL2. Adaptiert. Das ist eine Interpretersprache. Das ist so ein bisschen Basic-like, aber noch simpler. Sehen wir gleich. Ich kann mal so ein ganz kleines Demo schreiben. Mal gucken, ob ich das so auf die Schnelle hinkriege. Wir haben Variablen zur Verfügung. Die kann ich setzen. Ich kann Ausgaben machen. Da gibt es so ein tollen Befehl, nämlich das Fragezeichen, der dient sowohl als Input als auch als Output, je nachdem, auf welcher Seite der Gleichung er sozusagen steht. Wenn ich sage, Fragezeichen ist gleich, dann ist es eine Ausgabe. Wenn ich irgendeine Variable gleich Fragezeichen mache, dann ist es eine Eingabe. So. Mal
gleich A plus 1. So, wir wollen eine Schleife bauen, möchte das jetzt mal 10 Mal ausgeben. So, ich kann bedingte Sprünge machen, kann mir damit auch Schleifen bauen. Es gibt eine ganz spezielle Variable bei dieser Sprache. Das ist das Hash. Das entspricht der aktuellen Zeilennummer, die ich ausführen möchte oder wo ich gerade bin oder die ich setzen möchte. So, damit kann man so bedingte Sprünge machen. Das sieht jetzt ein bisschen krude aus, ist aber von der Sache eigentlich ganz logisch. Mach mal einen Ausdruck, nämlich wenn A kleiner als 10 ist. So, das ist ein logischer Ausdruck, der ist immer 0 oder 1. Das wird halt so ausgewertet, da kommt 0 oder 1 raus. Es gibt eine strikte von links nach rechts Auswertung, außer es sind Klammern gesetzt. So, und jetzt sage ich, ich möchte also Zeilennummer setzen. Hier haben wir, solange das wahr ist, kommt eine 1 raus. Und ich möchte zur Zeile Nummer 20, also sagen wir einfach mal 20, weil was passiert? Ist eine Rechenoperation. Entweder das Ding ist 0, dann kommt hier 0 raus. 0 hat eine Sonderbedeutung, die Zeile 0 gibt es nicht. Wenn es 0 ist, ignoriert er das Ganze sozusagen. Und wenn eine 1 rauskommt, komme ich halt, wenn ich es mit 20 multipliziere, immer auf die 20. Das heißt, ich springe halt wieder da oben hoch. So. Und da ich das Ganze interaktiv mache, kann ich halt sagen, ich möchte zur Zeile Nummer 10 springen. Und dann gebe ich 10 mal meinen String aus. So. Damit ist genau das, was ich haben wollte. Ich habe eine Programmiersprache, die ist zwar super simpel, aber ich kann Programme schreiben damit. Da gibt's sogar, kann man sogar Spiele schreiben mit. Guck mal, ob ich das jetzt auf die Schnelle hinkriege. Da gibt es so einen schönen so einen Lunar-Lander. Das Ganze ist jetzt so ein bisschen, wer mal als Admin gearbeitet hat, der weiß das, ne? Copy-Paste ist eine der wichtigsten Funktionen, die man braucht. So, das ist das Schöne am Terminal. Ich kann halt per Copy-Paste einfach meine Eingabe simulieren. Das heißt, ich kann mir das speichern, das einfach kopieren, irgendwo hinpacken in den Texteditor, wieder reinladen, ist halt einfach Copy-Paste und ins Terminal. So, und jetzt muss man mal gucken. Nee, da ist, glaube ich, da ist was kaputt gegangen. Das sieht nicht gut aus. Nee, da habe ich, glaube ich, Blödsinn ver... Da ist irgendwas beim Kopieren schief gegangen. Ach, der hat zu viel kopiert. Das ist natürlich nicht gut. Wir wollen das hier haben. So, sag auch mal meinem Terminal noch, dass das ein bisschen Zeit mit einplanen soll, wenn es Dinge... Nee, das nicht. Na? Das sind die Optionen. So. Transmit, nee, macht denn also, merkt sich das, okay. So, und nochmal das Ganze. So, guck mal, an welcher Zeile das anfängt, bei der 10. Okay. So, nee. Warum auch immer. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt, ich habe es heute ein paar Mal ausprobiert, da hat das super funktioniert, das sieht das gar nicht gut aus gerade. Das ist aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund gerade kaputt. Da funktioniert das Copy-Paste irgendwie nicht. Ja, so viel zum Thema wichtiges Tool. Gut. Ja, müssen wir den Teil leider weglassen. Aber wir haben ja noch ein bisschen mehr zum zeigen. Machen wir mal ein Reset, um da wieder rauszukommen. So, was wir noch haben, ist das besagte... Also wir nehmen mal den Disassembler. Der ist, glaube ich, der ist relativ schnell gezeigt. Ich sage mal, fang eine Adresse an und dann kann man sozusagen, das ist... Da fängt das ganze Ding an zu arbeiten. Wenn ich einen Reset mache, habe ich da, ja, was steht im Speicher, welcher Opcode ist das, was passiert da? Und irgendwelche, so ein paar Sprünge in irgendwelche Unterprogramme zum Initialisieren von zum Beispiel der seriellen Schnittstelle und so weiter. Das ist so der Code. Da kann man sich dann so langsam durchblättern. Relativ simple Sache. So, viel spannender ist dann sowas. Das Microchess. Wie gesagt, nicht auf meinem Mist gewachsen. Was ich heute mal ausprobiert habe, das war ganz spannend. Wir haben ja bei uns am Stand auch noch die VC 4000. Das ist eine alte Spielkonsole, auch aus den 70ern. Da gibt es ein Schachmodul für. Wir haben ja ein Multiroom-Modul gebaut für die Konsole. Ich habe die mal gegeneinander Schach spielen lassen. Gewonnen hat dann das Microchess, also sprich Maus, durch technischen K.O., glaube ich, in Runde 23. Nachdem die Spielkonsole irgendwie dreimal den gleichen Zug gemacht hat. Also quasi, sie war dann immer unter Druck, stand im Schach, hat dann den König wieder nach links, nach rechts, nach links, nach rechts und irgendwann sagt man halt, ja, das war's, du hast keine Idee mehr, ne, technisches K.O. So, jetzt kann ich hier sagen, ich möchte Schach spielen. Bin kein guter Schachspieler, wir machen mal einfach irgendeinen krummen Zug. 6, 4, 4, 4. So, ziehen wir den Bauer mal dahin
dann mal einmal Play und dann fängt er an zu denken. Dann ist er auch grafisch, visuell super aufbereitet, dass man sieht, da passiert auch irgendwas. Ein technisches Detail vielleicht noch, wenn man so eine serielle Schnittstelle hat, man braucht ja eine bestimmte Baudrate, also einen bestimmten Takt, mit denen die Daten seriell übertragen werden. Das passiert bei dem Chip, den ich verwende, dadurch, dass der ein Systemtakt genommen wird und einfach geteilt wird. In dem Fall habe ich einen 1,8432 MHz Quarz genommen oder Oszillator genommen, der, wenn man das durch 64 oder 16 teilt, kommen genau die 115.200 Baud oder 57.600 Baud raus, die man zum Beispiel auch von Modem-Einstellungen und sowas kennt. Also genau das, was man haben möchte, damit man mit einem Terminal sinnvoll arbeiten kann. Und so, okay, der Kollege hat geantwortet. Keine Ahnung, wie gesagt, bin ein schlechter Schachspieler. Lass mal den Bauern mal dahin. Dann werden wir wahrscheinlich gleich sehen, dass der geschlagen wird. Okay. Und also spielen geht auch. Wie gesagt, jetzt müssen wir mal schauen, warum das Copy-Paste jetzt gerade nicht so wollte, wie es gedacht ist. Ist natürlich jetzt noch nicht schön. Das ist, gibt jede Menge Raum für Erweiterungen. Das ist ein minimales Setup. Ich habe 6 ICs, im Prinzip, die am Ende einen ganzen Computer ausmachen. Was ich gelernt habe dabei sind natürlich viele Dinge, aber so ein paar grundlegende Sachen. Das eine ist tatsächlich, wenn man so ein großes Projekt ist, das über längere Zeit läuft, kleine Schritte machen, so einzelne Sachen sich vornehmen, gucken, wenn die funktionieren, dann den nächsten. Wenn man so mit so einem ganzen großen Teil anfängt, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist äußerst gering. Und die Frustration ist natürlich entsprechend groß, weil wo fange ich jetzt an zu suchen? Wenn ich so kleine Stückchen habe, ich schaffe mir Erfolge und ich kann Schritt für Schritt, baue ich das Ganze auf. Und wenn es von mir aus, wie in meinem Fall, halt 30 Jahre dauert, bis man dann irgendwas Funktionierendes auf dem Tisch stehen hat. Das ist halt die eine Sache. Das andere ist der, der Respekt vor den Leuten, die das Ganze vor 30 oder 40 Jahren gebaut haben. Ich meine, ich habe einen Logic Analyzer, der ist irgendwie mit, keine Ahnung, 100 Mal so schnell wie die ganze Kiste, die da läuft. Ich habe einen PC mit lauter Tools, mit denen ich Sachen testen kann, mit denen ich Sachen bauen kann. Das gab es damals nicht. Die hatten vielleicht ein Oszilloskop, das war irgendwie so knapp 10 Mal so schnell wie der Takt von dem Rechner, den man gebaut hat. Und die Möglichkeiten, die man hatte, auch was das Software-Schreiben angeht, teilweise wurde Code über irgendwelche Schalter in irgendein RAM geschrieben, damit man initialen Bootloader hatte, um ein System erstmal ins Laufen zu kriegen. Also der Respekt vor den Leuten, die sowas gebaut haben, der ist immens gestiegen, weil man es erstmal selber gemacht hat und sieht, an welchen kleinen Dingen man teilweise schon scheitert. Und wenn es irgendwelche nicht miteinander verbundenen Leitungen sind, das ist halt schon beeindruckend, wenn man sieht, was andere Leute da so gebaut haben. Und ja, wer noch Detailfragen hat, Fragerunde machen wir jetzt, denke ich. Ich bin noch eine Weile am Stand, da kann man sicherlich auch nochmal einen genauen Blick. Ja, die werde ich, glaube ich, jetzt nicht brauchen, aber wir können jetzt gerne eine Fragerunde machen. Also wer Fragen hat oder etwas loswerden möchte, was er schon immer mal sagen wollte, dann bitte jetzt. Wir haben auch ein Mikro, das können wir rumreichen. Ich muss dann beide einschalten, ne? Dann. Falls überhaupt Fragen sind. Dann mache ich mal kurz den Anfang. Du hast gesagt, nichts ist passiert, als du das Board in deren Händen gehalten hast und bestückt hast. Ja. Dadurch, dass du deine eigene Software noch nicht hattest, hätte ja nicht viel passieren können. Doch, die Software war ja schon da. Ich habe ja die Breadboard-Variante, gab es ja schon. Ah. Die ist ja geblieben. Die ist auch nahezu 1:1 das, was ich dann in Hardware gebaut habe. Die Logik ist ein kleines bisschen, Adresslogik ist ein kleines bisschen anders, aber vom Grunde her war es das. Das heißt also, die Software hätte übertragen, den ROM einfach umstecken, hätte funktionieren sollen. Und was war zuerst? Das habe ich vielleicht nicht ganz mitbekommen. Also hast du zuerst die Software für ein bestehendes System gebaut oder hast du mit einer anderen Software vorher deine Hardware validiert? Das war so ein iterativer Prozess, sage ich mal. Es ist ja auf dem Breadboard ist die Schaltung ja immer komplexer geworden, bis ich irgendwann die Variante hatte, wo ich gesagt, das möchte ich jetzt auf einer Platine haben. Und dafür habe ich natürlich auch schon Software entwickelt. Da gab es dann schon einfache Routinen, mit denen ich Text ausgeben konnte, mit dem man mal irgendein Byte irgendwo eingeben konnte, der so einen ROM-Dump gemacht hat. Das funktionierte schon. Das war so das erste, so ein Hello World. Einfach, wenn ich jetzt hier ein Reset drücke, meldet sich der Kollege ja mit so, ne, wer bin ich, was mache ich und in welcher Version gibt es mich. Das hätte zumindest initial funktionieren sollen. Und das war genau was eben, da passierte halt gar nichts.
Dann habe ich den Logic Analyzer dran geklemmt und halt gesehen, dass da ganz wilde Dinge auf dem Bus passieren. Der Adressbus, der sprang zwischen RAM und ROM hin und her, obwohl er zum Schluss hatte ich, habe ich dann angefangen zu sagen, ich schreibe mir jetzt eine ganz kleine Schleife. Das sind nur 3 Byte. Ich fange an zu arbeiten und springe auf mich selber zurück. So, und guck, was passiert denn da auf dem Bus? Und selbst da sprang der plötzlich irgendwann im RAM hin und her. Ich dachte, das ist irgendwie ganz komisch. Der Fehler, der sich dann rausgestellt hat, dass ich genau, was diese Adresslogik anging, genau eine Leitung vergessen hatte, die dann halt dafür gesorgt hat, dass da ganz wilde Dinge passierten. Nachdem das gefunden war, das sieht man auch, wenn man es links hat, es gibt einen Draht drunter, das ist sozusagen die Reparaturleitung. Da war dann die große Hoffnung, aber jetzt müsste es funktionieren. Tat es aber immer noch nicht, beziehungsweise tat es aber immer nur ganz kurz. Und dann passierten wieder ganz seltsame Dinge. Dann hat man Reset gemacht, dann blieb es seltsam. Dann hat man die Daten neu auf den EEPROM geschrieben, hat den draufgepackt, also ganz frisch programmiert. Dann funktioniert es wieder ganz kurz und dann war es wieder kaputt. Und irgendwann habe ich dann den EEPROM nicht nur programmiert, sondern ich habe ihn auch mal ausgelesen und gesehen, so da stehen plötzlich Daten an Stellen, wo nichts hingehört. Die müssten leer sein, die Stellen. Da ist, wenn man den programmiert, dann sind halt alles 0-0, was irgendwo nicht gebraucht wird. Und das war schon ein bisschen seltsam. Dann kann man so, okay, der EEPROM hat eine Read-Write-Leitung, die ist laut Schaltplan eigentlich so verschaltet, dass er nie geschrieben werden kann, dass er immer nur gelesen wird. Und dann habe ich nämlich schnell herausgefunden, dass ich gar vergessen habe, die zu verbinden. Die waren nicht verbunden, die hingen in der Luft. So, was dann passiert, ist rein technisch, die funktioniert wie eine Antenne und fängt halt irgendwelche Bits auf, die da von den Pins nebenan so rumfliegen und irgendwann ist das halt auch mal in einem Zustand, wo er sagt, okay, da schreibe ich jetzt. So, was auch gerade auf dem Bus passiert. Also hat er sich dann irgendwann durch Zufall irgendwelche Bytes auf dem Raum überschrieben, hat sich damit selbst kaputt gemacht. So. Zum Glück, das waren dann genau die beiden benachbarten Leitungen, die 5 Volt, die ich dafür brauche, um dafür zu sorgen, dass er nie geschrieben wird. Die sind direkt daneben. Das heißt, da war dann ein großer Lötklecks mit lauter Verzweiflung einmal drauf geträufelt und das war dann auch tatsächlich der letzte Schritt, der fehlte und dann ROM neu programmiert, reingesteckt und dann meldete sich das System genau so, wie man es hier jetzt sieht mit hier, ich bin Maus, ich bin ein 65102 Computer, tu was mit mir. Ja. Ich wollte nochmal fragen, wegen deinem T-Shirt, hast du vor, ein Forth zu implementieren für deinen selbstgebautes System? Es soll ein Forth geben. Es gibt auch schon ein Forth für den 6502. Leider ist das größer, als es in das, was im ROM noch übrig ist, reinpasst. Und ich könnte jetzt nochmal zurückblättern auf das Adressschema. Ich habe eigentlich was so geplant, dass ich einen zweiten ROM vor den ersten davor packen kann, dass ich in Summe 16 Kilobyte zusammenhängend ROM habe. Da habe ich mich leider ein bisschen vertan. Ich habe dann 2 Adressleitungen vertauscht, was dann dafür sorgt, dass ich irgendwo 8 Kilobyte ROM habe, dann kommt irgendwann nichts und dann kommen wieder 8 Kilobyte ROM. Das macht es natürlich ziemlich schwierig, so ein System so auseinander zu dividieren, dass das trotzdem irgendwie zusammenspielt. Von daher wird es wahrscheinlich eine weitere Iteration geben von dem Board oder irgendwas anderes, dann soll es auch ein Forth geben. Oder ich finde eins, das so klein ist, dass der Forth-Kernel so klein ist, dass der Rest dann quasi im RAM mit irgendwelchen Forth-Wörtern nachgebaut werden. Gibt es noch andere Ideen, die du hast für weitere Entwicklungen deines Systems? Ja, das ist so der Anfang. Das war dann, das ist das, was ich bauen möchte. Das ist das, was ich mir vor 30 Jahren vorgestellt habe, was ich gerne hätte, minimal. Ja, jetzt kann man natürlich anfangen, riesen Luftschlösser zu bauen. Also ich hätte gerne irgendwie eine grafische Ausgabe, das wäre toll. So ein bisschen Grafik, entweder ein Grafikchip oder irgendwas, was man notfalls über eine serielle Schnittstelle ansteuert. Ein Soundchip wäre natürlich cool. Und ansonsten eventuell das Ganze auf mehrere Boards verteilen, dass man so ein CPU-Board hat, dass man idealerweise vielleicht sogar was so ein Eurobus oder ein S100-Bus, man sagen kann, man kann auch mal mit anderer Hardware, die schon da ist, einfach rumspielen. Das wären so Ideen, die mir so im Kopf rumspuken, wo man sagen kann, also das wird zumindest nicht so der letzte Schritt sein, sagen, okay, abgehakt, wieder so ein Haken in der Liste des Lebens von Dingen, die man unbedingt tun möchte. Ich denke schon, dass ich da weiter basteln werde, auf jeden Fall. Ja, eine Frage zu den Speichern. Warum nur 8 Kilobyte? Vor 30 Jahren war das vielleicht ein Kostenfaktor, aber heute kosten 64 Kilobyte auch nicht mehr wie 8. Das ist eine Designentscheidung an der Stelle. Die 8 Kilobyte EEPROMs sind einfach zu beschaffen.
gibt es in der Diebbauweise. Also mir war halt wichtig, dass das alles, dass ich möglichst keine SMD-Bauteile habe, sondern alles wirklich bedrahtet. Und ein 32 Kilobyte, so ein 28C256 zum Beispiel, so ein Baustein, den kriegt man einfach zu kaufen. Auf der anderen Seite, ich muss ja meinen Speicher sowieso so minimal segmentieren, mit einer minimalen Logik, und da ist halt so dieses 32K und dann 8K Blöcke am einfachsten umzusetzen. Deshalb auch dann so ein 8K EEPROM. Selbst wenn ich einen größeren nehmen würde, der würde auch da reinpassen, aber ich könnte halt immer nur 8K davon benutzen, könnte nur maximal mit einem Jumper zum Beispiel dafür sorgen, dass ich unterschiedliche Blöcke dafür benutze, was ich umschalten von Forth auf Basic oder so Geschichten, das würde zum Beispiel. Ja gut, also es hätte ein paar Gatter noch erfordert, um die Adressdekodierung oder die Adressen auszudekodieren. Ist ja, kann aber, ja für die Zukunft alles kommen. Ja, also da ist, es ging erstmal wirklich minimales System zu sagen, es soll funktionieren, dann kann ich anfangen, mich mit Software zu beschäftigen, zu überlegen, okay, wie sieht das Ganze aus? Und dann kann man es immer noch größer bauen. So, keep it simple ist so das Motto dabei, weil einfach anfangen, kompliziert wird es meistens von ganz alleine. Wollen die natürlich alle jetzt nachbauen? Wie geht das? Was geht wie? Gibt es die Chips alle zu, sind die im freien Handel? Ja. Und die Schaltpläne? Das. Die Schaltpläne noch nicht, wird aber irgendwo, ich habe so einen GitHub-Account, der ist ja für den EEPROMer sowieso schon, die Folien wird es auch zum Runterladen, glaube ich, irgendwo geben, dann hier auf der Seite. Da wird es sicherlich landen, wenn ich mir sicher bin, dass es in einem, sage ich mal, auch für den detaillierten Blick vorzeigbaren Zustand ist. Zurzeit habe ich selber die Finger dran, ich weiß, wo die Pitfalls sind, das heißt, ich kann die auch umschiffen, also bis auf das Copy-Paste-Problem zum Beispiel gerade, aber Das ist keine Raketentechnologie, wo ich sagen kann, da soll keiner drauf gucken. Wie gesagt, das haben eine ganze Menge andere Leute auch schon gebaut. Mir war auch wichtig, dass alles, was ich verbaue, auch noch zu kaufen ist. Wie gesagt, die CPU selber wird noch produziert, die kann man kaufen. SRAM-Bausteine kann man kaufen. Also wenn man sich mal, was ich, Namen nenne, ist mal ein bisschen blöd, aber irgendwie so bei diversen Internethändlern mal umschaut, nach SRAM suchen, nach die Logikgatter sowieso. Die gibt es auf alle Fälle, die EEPROMs gibt es zu kaufen. Das ist keine Hürde sozusagen. Das Wichtigste wäre jetzt natürlich die Platine, ne? Ja, außer man macht es halt so, wie ich angefangen habe, erstmal auf einem Breadboard. Mhm. Oder gibt sich ein bisschen mehr Mühe, was ich halt nicht getan habe, auf so einer Protoplatine. Das geht auch, das haben auch schon Leute getan. Das ist nicht so, dass es nicht geht. Ich habe mich einfach nur so dusselig angestellt. Ich wollte es halt schnell fertig haben. Ich habe mir gewünscht, oh, irgendwann geht das dann. Und dann wird man halt schneller und unkonzentriert und macht halt Fehler. Und dann, ja, wenn du das Protoplatine nimmst, hast du ja keine Durchkontaktierung. Und dann wird es mit dem Löten viel komplizierter. Ja. Weil jetzt, ich wiederhole es nochmal für die Videoaufnahme, wenn man es auf einer Protoplatine macht, hat man keine Durchkontaktierung, wird es löten komplizierter, sehe ich nicht so, weil ich kann Drähte beliebig übereinander legen. Was ich hier mit einer zweiseitigen Platine habe, wo ich immer gucken muss, wo kreuzen sich Leitungen, wo muss ich irgendwelche Umwege gehen, damit ich sozusagen keine Kurzschlüsse produziere, kann ich einen beliebig dicken Kabelwust einfach nehmen, an so einen Chip dran löten und was ich so 10 cm weiter an den nächsten Chip dran löten. Solange ich dabei sorgfältig vorgehe und nicht einfach und es auch überprüfe, was ich da tue, ist das prinzipiell sogar einfacher. Aber das ist, glaube ich, eine Glaubensfrage. Also man kann auch durchaus, wenn man mal die Google-Bildersuche benutzt und so nach Prototypen, Platinen, Homebrew-Computern und so sucht, da gibt es sehr spannende Sachen, so Punkt-für-Punkt-Verdrahtung, wo man einfach vor lauter Kabeln oder vor lauter Drähten gar keine Platine mehr sieht. Da sind ja noch irgendwelche Decoupling-Capacitors, wie heißen die, Kondensatoren, noch irgendwo so mit der so fein reingelötet und so. Das sieht dann schon sehr spannend aus. Das hat eher was von Stricken für Fortgeschritten und nicht mehr mit Löten. Aber das funktioniert und zwar auch nachhaltig, erstaunlicherweise. Also das geht schon, denke ich. Aber klar, ist natürlich cooler, wenn man so eine tolle Platine hat. Aber ist halt warten und es kostet auch Geld. Ja, das ist halt, darf man halt auch nicht unterschätzen. Mal einfach so einen Prototypen, der dann nicht funktioniert. Wenn man da so 70, 80 Euro für ausgegeben hat, das ist natürlich dann schon frustrierend. Ja, aber es geht halt alles. Je nachdem, wie kompliziert oder wie schnell man das Ganze haben möchte. Okay, dann ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht steht ja von euch nächstes Jahr einer hier und erzählt, was er gebaut hat. Muss ja nicht immer 30 Jahre dauern, ne? Okay.